Manchmal sprechen jene auch die Wahrheit. Zuerst einmal, nein, es sind natürlich keine Flüchtenden, es sind hierher Gelockte, denen von der Politik im Auftrag ein besseres Leben versprochen wird. In Wahrheit wird uns hier gerade ein hochprofitables und sehr perverses, einzig nur Geschäft als angeblich soziales und humanes Projekt untergejubelt, was den Strippenziehern Gewinne beschert. Die sogenannten Verwalter bringen mit der gesteuerten Krise schlicht und einfach neue Handelsobjekte, Humankapital, auf den Markt. Dies zum Thema menschenverachtende Rassisten, wo doch all diejenigen, die dagegen sind, als solche denunziert werden. Dabei sollte spätestens an dieser Stelle jedem klar werden, wem Menschlichkeit und Humanität am vorbeigeht. Ja, so krank und pervers dies klingen mag, genau so ist es aber. Hier ist alles rein kommerziell geregelt. Die Gebiete, aus denen das Humankapital abgezogen wird, werden damit ruiniert, geschwächt. Die Bilanz dort wird also verkürzt und hier wird sie verlängert. Es fließen unsägliche Summen. Zusätzlich werden diese Länder derart geschwächt und können von jenen dann natürlich besser geplündert werden. Das nennt sich dann auch Win-Win-Situation.